Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn dich die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem lasst gerne mal eine Bewertung und einen Kommentar hier unter dem Video da. Wäre auf jeden Fall extrem nice, würde mich mega supporten. Und gestern im Video hatte ich noch aus den Leaks herausgefischt, dass nächstes Wochenende anscheinend ein Live-Event in Risk Reels stattfinden wird, jetzt auch noch offiziell von Fortnite angekündigt, wenn ich hier mal auf Neuigkeiten gehe, live aus Risk Reels, im Prinzip das, was ich gestern alles schon gesagt habe, jetzt aber nochmal offiziell. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an, denn wie ich es gestern ja auch schon vorher gesagt habe im Leak-Video, dass heute die rotnasige Räuberin wieder zurückkommt und der Rotnasen-Ranger. Sind beides ganz nice Skins und kommen eben halt dann auch wirklich immer nur zu Weihnachten. Haben dementsprechend relativ wenige dieser Skins. Dann ja die Nicht-OG-Variante, die ist erst letztes Jahr reingekommen. Im Prinzip als männliche Variante. Davor gab es im Prinzip nur die weibliche Variante. Dann haben wir dazu die Zuckerhacke. Sieht relativ ähnlich zur Minty Pickaxe aus. Weiß gar nicht, was an der reaktiv ist. Scheint irgendetwas reaktiv zu sein. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir noch den Kuschelig Gleiter in so einem schönen Wollpullover-Look, der hier sogar animiert ist obendrauf. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann haben wir von gestern noch den Stillschweigen-Skin mit den stillen Klingen und der abgenutzte Schwarz-Lackierung. Dann haben wir noch die Schattenagentin. Hat ja mittlerweile auch einen zweiten Stil und zwar einen weiß-schwarzen Stil und keinen ganz schwarzen Stil mehr. Dazu natürlich auch das Backpack, das ebenfalls eine zweite Version hat, auch wieder ein weiß. Dann haben wir als nächstes den Crisscross-Emote. Dann haben wir noch Aufheulen. Und echt intensiv, war auch schon relativ lange nicht mehr im Shop drin, glaube ich. Dann haben wir als nächstes noch den Cole Skin und dann noch langsames Klatschen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.